Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zurück zu meiner kleinen Wenigkeit. Da habe ich während des Intros vergessen, mein Mikrofon zu muten. Mein Gott, jetzt hat man nämlich rauchen gehört. Ach du Scheiße. Überhaupt nichts für Kleinkinder. Also, nee, du. Und wie gesagt, da ist er. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin wieder am Start, guten Techmaster. Und Mietzi ist auch wieder am Start. So, dann würde ich sagen, ohne groß Gelaber, legen wir gleich los mit Borns. mit Gothic 2. Ach ja. Machen wir es einfach so. Schauen wir es an. Wir sind alt. Ach ja. Wir sind ja jetzt im Meantown unterwegs, ne? Mal gucken, wie wir uns da durchschlagen werden. Die Orks waren nicht ohne. Oh, die Musik, Leute. Einfach nur göttlich. Aber... Oh, diese Musik. Boah, es geht gerade durch Mark und Bein, ne? Scheiße!
Oha. Oha. Hey, Zahn. Schönen guten Abend gewünscht. Mahlzeit. Oder guten Abend gewünscht. Wie geht's dir stets? Und willkommen im Miental, wo das alte Lager gerade am Abfackeln ist. Gute selber geht's gut. Kann ich klar, am Wochenende war mega gewesen. Das Ding erstmal eine Runde pennen. So. Bis zum nächsten Morgen. Komm. Ah, da ist die Musik. Ich wollte gerade sagen, wo bleibt die coole Musik? Ich wollte schon wieder meckern, ne? Bam! Was? Der hat doch gelebt. Der hat einen Feuerball aus? Krass. So. Auf die Matte geschickt. Ah, hier gibt's noch Eisen. Das können wir noch abkloppen. Nichts mehr zu holen, okay. Feuerkraut, Feuerkraut. Ich glaube, mit Feuerkraut könnten wir... Abgefahrene Waffe. Ja, nicht, Sa? Das Coole ist an der Waffe, im Prinzip macht sie nicht viel Nahkampfschaden. Sieht einfach optisch geiler aus, als sie weit ist. Also, stärker, als sie weit ist. Die macht nur 35 Schaden. Aber guck dir mal die anderen Attribute an, ne? Guck mal jetzt so im Gegensatz des Himmels, so. Aber sieht man es am besten so hier, würde ich sagen. Guck dir mal die Stats an, ne? Hier, Mana-Bonus. Der Mana-Bonus ist einfach nur Zucker. Ne? Gerade als Maria bist du übelst bei Mana angewiesen. Gerade bei Gothic, ja. Da ist ja Mana, boah. Gold wert, im wahrsten Sinne. Und da das Ding einen Mana-Bonus gibt, trage ich die Waffe ganz gerne. Ist zwar im Nahkampf ziemlich unpraktisch, aber wie gesagt, ich bin der Magier, ne? Da ballern wir eh nur rum. Aber optisch sieht es ziemlich geil aus, ne? Das ist so eine ganz besondere Waffe, die habe ich auch gekauft gehabt. Hier, Ulta hat die wieder verzaubert gehabt. Das ist irgendwie so ein ganz hoher Magier aus dem Kloster. Da gibt es eine gefährliche Blutfliege und da ist Drachensnapper. Ha. Okay, Drachensnapper. Ich weiß auf alle Fälle, im jetzigen Spielstand als Paladin hätten wir gegen Drachensnapper keine Chance. Denn ist einfach mal selbst für Paladin viel zu schwer. So viel selber sicher. Aber wir sind ja nicht ne, aus Dummsdorf. Ich weiß nicht, ob Goblins, sag ich mal, das wäre aber eine ziemlich fette Armbrust. Holy shit. Aber gut, das würde mich bei Gothic auch nicht wundern. Bei Gothic ist nämlich alles fett. Wo ist mein Schafsfell gerutscht? Ey, wehe, mein Schafsfell ist jetzt zu weit gelutscht, ne? Da ist nichts zu holen. Alter. Mein Schafsfell. Wo ist es hin? Okay. Laden wir neu. Weil ganz ehrlich, auf mein Schafsfell verzichte ich nicht. Wäre ja an sich nicht so schlimm, wenn das verdammte Schafsfell nicht einfach mal einen sagenumwobenen Wert hätte von gerade mal 1500 locker flockigen Goldstücken. Nee, die habe ich nicht zu verschenken. Aber auf sicher nicht. Und ich würde sagen, Feuerpfeile müssten eigentlich auch reichen gegen die. Ach, warte mal. Also, für die Zukunft gemerkt, Schafsfell immer auf geraden Ebenen packen. Sonst rutscht das Ding irgendwo hin und ja, raucht am besten gleich in den Snapper rein. Das wollen wir nicht, du. Oh, Feuerfelder.
Ich weiß nicht, ob Feuerpfeile jetzt ergiebiger sind gegen diese Biester. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber... Ich bin auf einen Schuss mehr oder weniger, kommt es auch nicht drauf an. Ich meine, ein Schuss mehr verbraucht mehr Mana, aber da ja Feuerfall generell weniger Mana frisst als Feuerball... Ach, ist mir zu viel Mathe. Ist mir einfach mal viel zu viel Mathe. Halt. Diesmal speichern wir. So. Es rutscht und rutscht und rutscht. Und rutscht Richtung... Da hinten, okay. Es liegt doch da. Was ist bloß in Ruhe, du, ey. So, jetzt helfen wir mal ab hier. Und gucken, ob wir die mit Goblins geklatscht kriegen. Ich glaube zwar nicht, aber wir können es ja versuchen. Für das Ding opfer ich sogar noch einen Trank, ganz ehrlich. Komm, Kyprin. So, meine Vasallen. Angriff! Wie kriegen den? Schaffe ich das, was ich als Paladin schaffen würde? Was? Das ist nicht dein Ernst, Alter. Die schaffen das, was auch noch nicht mal ein Paladin schaffen würde. Ja, Goblins sind so immer. Komm, Angriff. Haut rein da. Jawohl. Ey, ist das geil. Ja, das ist jetzt ganz neue Möglichkeiten hier. Das ist nice. Ja, zumindest habe ich jetzt eine schöne Aussicht freigespielt, ne? Ich meine. Was hat denn der Paladin für eine Rune gehabt? Der hat eine Rune gehabt. Heiliges Licht. Aha. Okay. Ja gut, ich hätte mich geärgert, wenn ich jetzt Heiliges Licht gelehrt hätte und dafür einen Runenstein geopfert hätte. Ich hab's nicht gemacht, ich hätte es auch nicht getan, aber ich hätte mich jetzt geärgert, definitiv. Wenn man die einfach so dahergeschmissen bekommt, ja. Muss halt nicht wirklich sein. Aber dass die echten... Ist ja krass. Also dieser enorme DPS, ne? Weil die lassen sich ja nicht zum Zug kommen. Die schlagen auf den ein ununterbrochen, da prasseln einfach mal 10 Schläge alle halbe Sekunde ein. Und da kommt nichts zum Angriff, ne? Ich meine, klar, er würde sie zwar one-hitten, aber dieser enorme DPS-Schaden, ja. Balanced den quasi aus. Und da hör ich gleich ins Spiel, ne? Wer bist du denn? Jürgen! Ich speichere mal lieber ab, man wisst ja, Minental ist ja immer so ein bisschen... tückig. Hey! Warum stehst du hier rum? Ich komme aus der Burg. Sie haben mich geschickt, nach den Vermissten zu suchen und die Gegend zu erkunden. Vermisste? Beim Angriff der Drachen sind einige abgehauen. Die meisten haben es nicht geschafft. Wen wundert's? Aber wenn es noch Überlebende gibt, werde ich sie zurückbringen. Klingt fast wie jung. Nicht wahr? Ich weiß, worauf du anspitzt, Zar. Kannst du mir helfen, in die Burg zu kommen?
Klar, aber du musst mir einen Gefallen tun. Wenn du es bis in die Burg schaffst, dann sprich mit dem Paladin Oryk. Sag ihm, dass es seinen Bruder oben am Pass erwischt hat. Oh, RIP. Wie komme ich in die Burg? Zunächst mal kannst du den direkten Weg vergessen. Aber wenn du die Burg einmal umkreist, hast du von der Rückseite eine Chance. Du solltest die Wege meiden und den Fluss nutzen. Am besten du schwimmst ein Stück flussabwärts, von da an ist es leichter. Hinter der Burg steht eine Orgramme, darüber kommst du hinein. Schleich dich so nahe wie möglich an die Orks ran und dann lauf. Wenn du schnell genug bist, kannst du es schaffen. Also ich denke mal, es ist selbst mit diesen ganzen Goblins unmöglich, einfach mal alle Orks abzuschlachten da. Weil, wie gesagt, da rennen 5, 6 Orks auf dich zu und davon hast du gerade mal 10, 12 Goblins, wenn einen Mana-Trick nicht hab. Das klappt nicht. Was muss ich über diese Gegend hier wissen? Wenn du überleben willst, dann geh zurück. Wo auch immer du hergekommen bist. Die Grünfälle belagern seit Wochen die Burg. Und irgendwo verstecken sich auch diese Drachen. Das ganze Minental wimmelt nur so von Orks. Ganz egal, wo du hin willst, das wird kein Spaziergang. Von das klingt prinzipiell gesehen von ihm so extrem negativ gesprochen. Das Schlimme ist, wer Gothic kennt, weiß, dass diese Person recht hat. Das Minental ist wirklich heftig. Also es ist wirklich ein ganz anderes Niveau hier. Im Prinzip wirst du hier in Endlevel-Game-Ring geschmissen. Und du kannst teilweise hier nur durchflüchten. Das geht gar nicht anders. Teilweise kannst du hier bloß noch irgendwie durchrennen versuchen. Irgendwie durchzumogeln. Das ist keine andere Möglichkeit. Alles hat mal ein Ende. Alles hat mal ein Ende, richtig. Schaut euch das mal an, wie sie einfach den Snapper zerruppen. Als ob denn nichts wäre. Hier speichern wir ab auf alle Fälle. Ich will es versuchen mit denen, die ich jetzt gerade habe, aber... Ich glaube, das wird nichts, ganz ehrlich. Na, obwohl. Die haben einen guten DPS. Ich hau mal lieber ab. Jürgen! Ja, jetzt sit up mal. Ah. Der Snapper macht nichts. Er chillt da hinten, läuft zurück. Das ist sehr gut. Probier mal ein Schafsfell. Wenn sie jetzt genug Schaden gemacht haben, könnte ich es vielleicht schaffen, mit nochmal so einer Ladung ihn zu besiegen. Ja, Betz wird hier mit ganz anderen Waffen gekämpft. Schauen wir mal. Wie viel Schaden hat er? Ja, doll ist nicht. Komm, wir investieren nochmal so einen Trank. Wie gesagt, die haben so viele Erfahrungspunkte, da kann man ruhig mal Investitionen tätigen. So. Angriff! Ach, na, du, ich weiß nicht. Mit Hilfe vielleicht? Ich schlage gleich normal. Ich stehe auf Schlagen. Autsch, eieiei. Na, ist schon. So ein bisschen mit Hilfe klappt das vielleicht. Ja.
Das wollen wir doch mal schön bleiben lassen. Da ist noch einer, komm. Den kriegt er da auch noch hin. Jawohl. Gönnt ihn euch. Gefundenes Fressen. Wie gesagt, eigentlich würden wir hier auch als Milizsoldat, glaube ich, erst reinlaufen. Und ich habe Paladin. Und noch nicht mal dann wäre es möglich, sich so krass gegen Snapper zu wehren wie jetzt zum Beispiel. Ist einfach mal so. Snapper sind immer die übelsten Badasses hier. Diese Erfahrungspunkte schmecken aber auch. Schaut euch das an. Schaut euch das mal an. Hier können wir nochmal schön leveln auf alle Fälle. Und wenn man mich jetzt fragen würde, ob jetzt ein Schattenläufer oder ein Drachensnapper stärker wäre, ich würde gar keine Antwort drauf wissen. Ich glaube, die sind beide auf einem Level. Ich würde sogar fast meinen, dass ein Drachensnapper ein Stück stärker als ein Schattenläufer ist. Ich muss auch zu pennen. Angriff. So, ab zum nächsten. Ja, wir brauchen jetzt kleine bisschen Erfahrungspunkt. Wo ich sagen muss, so ein Ork ist schon eine heftige Sache, ne? Voll so ein Ork-Schamane! Wird problematisch. Da sind zu viele Orks auf einen Haufen. Oh, von einer Scheiße in die nächste. Eieieiei, lauf du. Eieiei. Heftig, heftig. Noch schon mal, da bleibt, könnte man ihn abholen. Wenn er mich nicht gleich holt. Oh Gott, Penne. Geh schlafen, sofort. Normal. Ich stehe auf. Oh Gott. Ja, ich weiß, das ist verdammt einfach mit einem Schafsfell hier rumzuhantieren und wie Mana zu erzeugen. Aber ganz ehrlich, anders weiß ich nicht, wie ich an Mana rankomme. Tränke sind so verdammt teuer.
Alles hat mal ein Ende. Das ist so lächerlich. Aber effektiver weiß ich gerade echt nicht zu kämpfen, ganz ehrlich. Komm, die einen Ork-Rinden kriegen wir doch bestimmt mit der ganzen Ork-Armee, oder? Komm. Was will er denn? Ich schlag dich gleich nochmal. Ich stehe auf. Jetzt ihr alle nochmal rauf da. Ja, ich mach die Bastel im Schlafplatte. Erstmal Nacht drüber schlafen. Verlese ich jetzt. Wir probieren den Fall ganz alleine. Ich schlag dich gleich nochmal. Ich stehe auf Schlag. Ich schlag dich gleich nochmal. Ich stehe auf Schlag. Oh Gott. Wow! Das Ding ist halt, da waren wieder zwei, ne? Bei da kann ich mir das gar nicht mehr beenden. Was haben wir so lange nicht gespeichert? Na gut. Das ist eigentlich der letzte Spielstand, aber zumindest aktuell leer. Oh weia, ey. Schlafanimation dauert 100 Jahre, ne? Ist nur hier rum Angriff, komm jetzt damit. Jetzt da kommt. Auf alle Fälle. Ja, ein echter Magier lässt sich davon nicht zu aus der Ruhe bringen, ne? Definitiv, also. Pah. Ist ja wohl der Mindeste. Also zu kämpfen so affig, Alter. Art willst du machen? Es geht hier im Meme-Teil quasi ums nackte Überleben. Angriff.
Oh ja, andere für sich arbeiten lassen, während man entspannt schlafen kann. Ist auch was, wa? Ich nenne das effektive Arbeitsanteilung. Ich schlafe für neue Kollegen. Alles hat mal ein Ende. Oh, Angriff. Besser als mit, da muss ich zustimmen. Zum Orkschlaf, ich weiß nicht. Es soll ja Menschen geben, die auf Behaartes stehen. Ich zähle dazu nicht. Goblin gegen Goblin, jetzt geht's ab. Okay, das war schnell. Ja, man darf diese kleine Goblin-Armee nicht unterschätzen. Definitiv nicht. Also die haben schon unsere vier Jungs. Der Pet sogar während der angegriffen wird. Ist auch nicht schlecht, ne? Guckt euch mal dieses Massengeklopper an, Leute. Schaut euch das mal an. So schön für die Augen. Ja, eine riesige kleine Wuselarmee einfach mal diese kleinen Dinos zerlegt. Ja. Läuft, würde ich meinen. Es läuft. Wir laufen jetzt einen Weg entlang, den wir eigentlich später hätten laufen müssen. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, warum ich jetzt hier so lang laufe. Eigentlich müsste ich das gar nicht. Ach komm, die kriegen wir so platt, oder? Alles hat mal ein Ende. Die fette Keule.
Ah, die fette Magierkeule. Jetzt ist der Moment angekommen, wo ich mir denke, mein Gott, bin ich mächtig. Es war halt wirklich ein bisschen assi mit diesem Gepenne und so. Aber ich weiß wirklich nicht, wie ich effektiver Mana rankommen soll. Ja, man findet die Kräuter ohne Ende und trotzdem reichen die vorne und hinten nicht. Also, da kannst du machen, was du willst. Ich mach dich fertig. Was will er denn? Ja. Genau genommen eigentlich nicht wirklich Zar. Das Ding ist halt, ich spiele die El-Haiwa-Mod zu. Ja, renn so schnell wie du kannst! Bin dabei. Die El-Haiwa-Mod zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und da gibt es tatsächlich kein Schafsfell normalerweise, ne? Es ist auf alle Fälle eine Unterstützung. Und mittlerweile würde ich es nicht mal cheaten nennen. Ich würde es eine kleine Hilfe nennen. Wie gesagt, der Magier-Run ist jetzt mich hart, ne? Also der Magier-Run ist nicht hart, er zieht sich. Es dauert ewig, ihr das Gefühl hast, OP zu sein. Das ist, wenn du Milizsoldat bist oder generell Nahkampfspieler, wesentlich einfacher, ne? Aber als Magier, da zieht es sich hin. Aber wenn du OP, wenn du denn OP bist, oha, ne? Dann gebe ich mich mit keinen Goblins ab oder mit normalen Skeletten, dann beschwöre ich Dämonen und dann wird's richtig böse. Das ist dann mal eine ganz andere Liga, denn. So, und da hier ein paar Rumtreiber sind, die ja, wenn sie mir an die Wäsche wollen, können, mal Goblins spielen. Ich mach dich fertig. Oh, wieder mal eine Runde. Bin mit Loot beschäftigt. Ah, danke fürs Level Up. Und wenn man Banditen ausraubt, ist es ja nicht wirklich klauen, ne? Eigentlich, meine. Ne? Jetzt rein humanitär gesehen kann man einem Banditen nichts klauen. Er hat selber geklaut. Ist alles im Namen Innos. Der gerechte Gott. Kleiner Blitz. Mit ein paar Feldräuber. Die rauben die Felder. So, wollen wir ein Nickerchen machen? Du. Du bist derjenige, der sterben wird. Du bist derjenige, der sterben wird. Kann ich mal Chance verliehen lassen da hinten? Tatsache. Mein Gott, ich muss es ja haben, ne? Lass ich da bare Münze liegen. 1500 Gold für ein Stück Schafsfell. Da ist nichts zu. Das könnte ja einige andere sagen, mein Gott, ist das immer teuer. 1500 Gold für ein Schafsfell. Mag ja gut möglich sein, aber es ist weitaus ein Kosten-Nutzen-Faktor günstiger, als wenn ich hier jedes Mal mir hier ein einen Trank drin schmeißen müsste oder Kräuter futtern müsste. Und zudem ist der Vorteil noch, dass ich
Oh, hau rein, Zar. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Naja, Kosten-Nutzen-Faktor war der Fall sehr praktisch bei dem Schafsfell. Als Mal, ja. Warum? Warum da so viele von denen? Geht mal eine Pen. Und wie gesagt, wenn man überlegt, dass ein Schaf allein schon 1000 Gold kostet, ne? Ein Schafsfell 1500, macht das schon irgendwo Sinn. Ich meine, Schaf kann keine 1000 kosten, wenn ein Schafsfell nur 100 kostet, wisst ihr, ich meine? Schlaf wird ausgeruht, sehr gut. Was gibt's hier zu holen, was hier so ein da Affentanz nichts zu, war? Nichts zu holen. Nichts da ist holen. Nichts zu holen. Okay. Da war nichts. Aber gut, die Erfahrungspunkte sind auch schon gut, ne? Nicht, da ist zu nichts zu holen. Meckern wir mal nicht rum. Habe ich gerade versehentlich meinen eigenen Goblin angegriffen. Du, ich platt machen. Ah ja. Naja, rauben wir Kavalon ein letztes Mal aus. Der Junge kennt ja das von mir. Kavalons Lederbeutel. Wichtig. Den müssen wir ihn auch noch geben. Mit dem Typen da hinten reden wir später. Wir müssen ja später eh nochmal hier lang. Hi Crowd. Auch nicht verkehrt. Oder ein Buddler vielleicht, so ein Ding. Eine Sumpfratte! Jetzt würde ich mal eins interessieren. Und zwar... Ja.
Okay. Ich dachte ja vielleicht, so ein Ex-Mensch dürfte ja vielleicht auch drin sein. Aber ich habe gerade die Schlagkombo gesehen von dem und der ist schnell. Der kann mehrere Kombos. Der kann im Prinzip schon den, ich glaube, Meisterkampfstil und, ja. So viel kann er die Goblins locker flockflocker hauen. Muss nicht sein, ne? Gehen wir mal jetzt Richtung Lager, würde ich sagen. Bin ja fast am überlegen, wieder 10 Lernpunkte in Mana zu investieren, ne? Ey, Mana geht so drauf, es ist irre. Oh. Vielleicht waren es halt 2 Schläge aus. Ah ja. Da ist nichts zu holen. Eine Fleischpflanze, ein fettes Insekt, wo du einfach mal rauftrittst, weißt du? Brauchst 2 Schläge mit so einer fetten Keule. Ah ja. Jetzt kommen wir zum ganz gefährlichen Teil. Das war dem hier. Ich speichere mal ab. Und wir gucken mal, wie wir so einen Ork-Krieger platt machen. Komm mal ran da! Ach, naja, klar, ne? Ach, nee. Ich habe meinen Chars verlegen lassen. Und das Schlimme ist an einem Ort, wo ich eigentlich gar nicht mehr hingehen möchte. Bei dem Ex-Menschen. Oh. Kommen wir jetzt da nochmal ran? Beziehungsweise liegt das noch da? Ja, es liegt noch da, zum Glück. Ein bisschen Ruhe, Alfie. Ah, ich glaube, platt gemacht haben sie den Ork noch nicht, ne? Ich schätze mal, ich brauche noch ein paar Goblins danach. Dass ich auch meinen Schatz verdienen lasse, ey. Ich muss mir unbedingt angewöhnen, das mal einzupacken. Das wird so immens teuer. Wie ich das nicht mache, ey. Ja, der rennt da mal noch rum. Wie viel Leben hat denn der noch? Ach. So, wo ist mein Schafsfell? Da. Leute. 106 Tage. Will ich es mal. Das ist übertrieben, ey. Thank you.
Och, du Sch... Oh, sie haben ihn auch platt gemacht, lol. Never ever schaffen sie das. Boah, sie konnten sich noch auch gönnen. Eieiei, du. Eieiei. So, Feuerkraut Blauflieder. Da machen wir so platte Vieh. Komm ran hier. So, bis zum nächsten Morgen ausruhen. Das wollen wir doch mal schön bleiben lassen. So, so, so. Alles hat mal. Du bist derjenige, der sterben wird. Nein, 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 nein. Okay, ich bin tot. Einfach mal in dieser Animation unsterblich bin, ne? Alles hat mal ein Ende. Wie auch gleich die Leuten angreift, jo! Wenn er so Bock drauf hat, dann hau rein da!